Freunde, es ist wieder soweit. Heute wird es absolut schlimm, denn ich gebe 100 Spielern für 24 Stunden Creative Mode auf meinem Server. Aber bitte zerstört ihr nicht zu viel. Oh nein. Okay. Oh, das fühlt sich gar nicht gut an, wenn die direkt alle hier fliegen können und sowas. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Normalerweise, die kommen irgendwo, cover me in Debris. Das ist das Erste, was gemacht wurde. Es wurde sich einfach so instant Full Netherite geholt. Warum auch nicht? Braucht man ja im Creative natürlich, ne? Full Netherite Rüstung ist natürlich wichtig. Alle brauchen Full Netherite Rüstung. Natürlich. Na, warum denn auch nicht? Freunde. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Ding hier. Ich hab sehr, sehr, sehr Angst vor diesem Ding hier. Um zu sehen, erstens, was die Leute hier bauen. Was die Leute machen in 24 Stunden. Ob es geile Bauwerke werden, ob es Minigames werden, Pixelarts, ob es irgendwelche ganz weirden, komischen Trolldinger werden oder so. Ob die Leute einfach nur looten. Und generell, was sie so vorhaben. Bis jetzt, glaube ich, nur erkundet. Wir haben, by the way, einen unglaublich geilen Seed, wie ich finde. Also, ich glaube, man kann sich hier kreativ mehr als nur ausleben. Das hier ist der Spawn, aber es gibt überall so richtig geile große Berge, bei denen man sich verteilen kann, in die man richtig, richtig coolen Stuff reinbauen kann. Es gibt riesige Spitzen, es gibt auch manchmal solche Dinger. Das hier erinnert mich super krass an Craft Attack damals, an meine Craft Attack Base in Craft Attack 9, glaube ich, wo ich in dieser Klippe gebaut habe. Kann ich mir auch krass vorstellen. Nulls versucht ein Nether-Portal zu bauen, er hat es geschafft, Nulls. Weiter so! Aber der Nether geht nicht, Luis. Der ist aus. Hier wird was gebaut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist jetzt so ein bisschen Gartic Phone. Hier wird gerade gebaut und wir müssen in der Zwischenzeit erraten, was es ist. Wir spielen das jetzt. Ich suche mir irgendjemanden. Speedmark, du schnappst dir jetzt ein paar Steinblöcke und du baust jetzt in 2D was hier drauf. Und der Chat und ich müssen erraten, was es ist. Die erste Person, die es errät, bekommt einen Sub, wenn sie noch keiner ist. Haus, Baum. Er überlegt noch. Stuhl. Pong. Among Us. Nee. CC. Schloss. Segelboot. Eine Burg. Eine Burg. Eine Burg. Es ist eine Burg. Nee, ist eine Burg? Ja! Es ist eine Burg. Das ist übrigens der professionelle Bilder bei uns auf dem Server, der die ganzen geilen Sachen immer baut. Sehr gut gemacht, Speedmark. Weiter so. Ja, sind wir ehrlich. Was haben wir erwartet? 5 Minuten hat es gedauert, original, bis die ersten Sachen explodiert sind. Georgi! Jawohl! Moronski! Ganz große Klasse. Oh, und by the way, haben wir... Ja, guck dir mal die Gang an. Die Oberüberhausener. Tatsächlich ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass wir das Event hier gerade überhaupt machen, weil das eine der Gruppen war. Alter, das sieht aus wie so Ameisen, die hier gerade arbeiten. Die Leute haben in den normalen Survival-Projekten so krassen Stuff immer gebaut. Und deswegen will ich jetzt hier sehen, was die Leute in Creative bauen würden in 24 Stunden. Und Oberüberhausen ist wieder stark dabei. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wieso sie gerade... mit gelber Wolle und roten Concrete bauen, aber vielleicht wird's eine... Oh mein Gott, das könnte Pac-Man werden. Real Talk, das könnte Pac-Man werden. Oh, we will get back to this. Boah, Pac-Man wäre halt krass, ne? Also theoretisch kannst du ja so ein riesiges, heftiges Minigame bauen. Wer war das? Oh. Okay, okay, okay. I see, I see. Boah, in einer Cave zu bauen, auch geil. Ich sag ehrlich, in einer Cave so ein geiles neues Biom irgendwie zu erschaffen, klingt nach einem sehr coolen Plan. Das klingt nach einem sehr anstrengenden Plan. Heiliger Wimbam, Spellinger, wen willst du hier verarschen? Das Projekt von Spellinger wird in den nächsten 23 Stunden doch mal besonders interessant, weil er sich wirklich hier eine ganz schön große Menge vorgenommen hat. Boah, oha! Warte mal, was? Da so? Suchst du zufälligerweise nach einem Bilderteam? What do you mean? Wie hat er das Ding hier hingezimmert in 2 Minuten? Boah, sieht das geil aus. Mal ganz kurz den Namen aufschreiben. Währenddessen haben die Leute am Spawn einfach angefangen, ihre Spielerköpfe dorthin zu bauen und sich dort praktisch so ein bisschen zu verewigen, wenn sie auch den Server mitgespielt haben. Das sieht auch geil aus, dieser Tower. Bro, hier wird ein ganzes Schloss gebaut. Das sieht auch schon interesting aus. Oberüberhausen baut keinen Pac-Man, sondern ich glaube, es wird eher ihre Flagge, um ehrlich zu sein. Aber es sieht geil aus, Alter. Das ist heftig. Ich habe ein paar Leute gesehen, die mit... Oh, auch geil. Auch geil? Oh, das sieht aus, als würde das so ein Vulkan oder sowas werden irgendwann später.
Hier steht eine ganze Stadt. Ey, das ist wirklich heftig, ne? Das sind 40 Minuten. 40 Minuten. Das ist noch nicht mal die erste Stunde gerade. Wir lassen die Leute jetzt erstmal ein bisschen bauen. Und dann gucken wir gleich nochmal ein bisschen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Boah, was habe ich verpasst? Was ist das? Hä? Was hat er vor? Ist das diese Orbital Strike Cannon? Also es sieht aus wie diese überkranke TNT-Kanone von... Nee, es ist ein Potion Brewer. Ich bin hardcore verwirrt. Und verwirrt war ich nicht nur in diesem Moment, sondern ich werde es in Zukunft wahrscheinlich auch bleiben, weil das wird eine der krassesten Redstone-Konstruktionen, die wir in den nächsten 24 Stunden auf dem Server haben werden. Und der Kollege hat, glaube ich, auch 22 Stunden davon gespielt. Wir lassen die mal weiterkochen, aber neben solchen Dingen haben sich mittlerweile auch sehr viel Buildings weiterentwickelt. Am Spawn entsteht wahnsinnig viel. Hier entsteht eine Lyzer-Parcours. Das ist sehr, sehr geil. Diese riesige Mauer hier ist desaströs. Das Jump'n'Run geht wahnsinnig krass weiter hier drüben. Das müssen wir gleich mal probieren, aber das sieht ehrlich, das sieht richtig, richtig geil aus. Oberüberhausen ist eigentlich am Abreißen. Das Ding sieht auch unglaublich geil aus. Boah, Alter, ihr baut, oh mein Gott. Ey, was ist das? Die Leute bauen so coole Sachen. Bro. Ja, der Full Netherite Beacon. Der war ein bisschen schneller als normalerweise in Vanilla. Okay, das ist mies. Er war einfach so eine Trap. Ah, jetzt sogar das Stronghold, das ist sogar ein originales. Eieieiei. Hier wird ausgehoben. Da wird umgebaut. Hier wird mit Redstone experimentiert. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Wow! Geht sie wieder auf? Fast! Aber sie ging schon mal zu. Hä? Alter, wie krass. Und er baut auch einfach so einen Rubik's Cube hier drüben. Ey, der wird... Alter! Hä? Wie geil! Ja, das Ding nimmt auch Gestalt an. Boah, das könnte so riesig werden, ne? Eieieiei. What the fuck? Was ist das? Wer ist das? Ist das krass? Krähe Ende. Ja, okay. Wir lassen ihn mal kochen. Vielleicht wird das ja in Zukunft noch was. Ey! Spellinger! Der erste Schrank ist weit ausgehoben. Jawohl. Es dauert nicht mehr lange. Ich sage, so geht das viel schneller, Spellinger. Einfach von einem Ding und dann wieder runter. Oder so zwei Stück gleichzeitig geht besser. Die Great Wall of China wird auch gebaut. Die Insel mit einer gigantischen Insel. Oh, das sieht geil aus. Die Insel und sie streamen das Ganze, wie sie das bauen. Sollen wir mal reingucken? Die Insel, bitte folgen. Danke. Hallo. Geil, geil, geil. Oh, warte mal, ist die Tür fertig? Wir testen. Boah! Alien! Unser Redstone-Profi, unser Rotti! Wie geil! Ja, okay. Ich mach wieder zu. Nicht, dass jemand reingeht. Hä, wie krass. Wie schnell hat der das Ding jetzt gebaut und gefixt? Warte, bin ich das? Das werd ich. Dann sehe ich doch. Achterbahn! Wow. Ja, okay, es ist so eine Mini-Version davon. Ja, der Kollege hat angefangen, alle meine Craft Attack Basen nachzubauen. Angefangen mit Craft Attack 9, aber es wird im Laufe des Videos auf jeden Fall noch mehr davon geben. Abonniert Cast. Ey, muss man aber auch wirklich mal tun. Wir müssen bald die 400.000 erreichen. Wir haben so ein krank geiles 400.000er Special geplant. Aber dafür fehlen noch ein paar auf YouTube. Bissi, was fehlt noch? Ha? Was ist das? Was ist das? Philo? Wait! Oh mein Gott, ja! Ich hab ein Chica. Komm, wir fliegen zu den Sternen. Wir können nicht sterben. Ich hab... Digga, das ist krass. Er baut Philo-Song hier. Mann, wer ist das? Ich kann nicht mehr. Oh, sicher ist das kacke. Ey, Jan, hast du super gemacht. Jan, weiter so. Das geht! Na! Alter, was habe ich hier für Redstone Genius Leute in meinem Chat? What do you mean? Alter, ich will das auch haben. Können wir sowas in Craft Attack bauen mit so TNT-Tuber drunter und dann fliegen wir damit über Marcells Haus drüber? Hey, wie geil! Das sieht ja richtig cool aus. Jetzt verstehe ich, was er macht. Er baut seit 3 Stunden Block für Block hier alles ab und der lässt ja einfach die Dias stehen. Das ist seine ganze Mission.
Block für Block alles abzubauen. Er hat sogar schon mittlerweile einen Helfer gefunden. Boah, ist das Pain. Alter. Hey, ich sag, das hier ist halt bis jetzt das krasseste Gebäude, das wir haben. Nach 3 Stunden. Was ist das für ein... Was ist das hier? Blamiere ich mich gerade ganz dolle? Ist das der Papst? Oh. This one. Damn. Boah, okay, das haben sie aber krass hinbekommen, oder? Warte mal. Ach, das ist der Teil hier bis jetzt nur. Das rechts hier fehlt noch, die beiden anderen. Boah, ey, 3 Stunden, so ein Ding hier hinzuzimmern, ist ja krank, absurd heftig geil. Eieieiei. Es sind wunderbare Pixelarts geworden. Ey, Pixelarts sehen geil aus. Der Offline-Chat, er grüßt an die Twitch, nee, an die YouTube-Zuschauer. Grüßt er basically, ne? Geil. Ich glaube, das geht sogar fast, Alter. Also wirklich, ich glaube, da geht fast mittlerweile der Award an das schönste Building raus. Bro, wie cool, wie schön, bitte. Oberüberhausen fängt... Mann, sie bauen legit genau das, was sie im Survival aufbauen würden. Nur in krasser. Ja, okay. Oh mein Gott, und die Kirche wird eingerichtet sogar. Damn. Ja, okay. Ihr könnt ihn weiterentwickeln. Ihr könnt ihm von mir aus sogar auch noch einen Körper geben. Oh, dude, was ist das denn? Ey, was ist das für eine Show? Dann hier sitzt Stegi und chillt sich übertrieben einen unterm Baum ab. Hier sind Basti und ich auf der Brücke und chillen. Und hier kämpfen Hugo und Wichtiger gegeneinander. Hä, wie geil ist das gebaut? Oha, die Figuren haben voll die coole Proportion irgendwie. I like it. In der Zwischenzeit haben die Leute wieder unglaublich viel an ihren Buildings gemacht. Es entsteht ein riesiger Space-Container-Port. Unser Redstone-Genius baut weiter an seinem unglaublichen Brewer. Spellinger buddelt weiter seine Chunks aus. Und dann gibt es noch das hier. Okay, das ist heftig. Alter, sehen die Gebäude krass aus. Das nenne ich mal kreativ in kreativ. Das stimmt wohl. Ey, das ist wirklich heftig. Ey, also die Farbpalette ist überkrass. Mann, ich wusste, dass Leon und Nele sehr gut bauen können. Aber das ist halt trotzdem insane, ne? Ich finde alleine die Brücke hier schon unglaublich cool. Das sieht schon richtig geil aus. Das Bootshaus sieht richtig geil aus. Ey, mit diesen Toren hier unten drunter. Alter, auch das Dach und sowas. Aber auch die Gebäude hier. Guck dir das mal an. Alter. Boah, das, ihr müsst euch überlegen, das ist noch nicht mal die Hälfte der Zeit. Das sind jetzt gerade 9 Stunden, wenn überhaupt. Wenn die noch Commands haben würden, ja. Ey, was würde passieren, wenn wir den Leuten hier World Edit und sowas geben? Das Ding sieht so unglaublich geil aus. Alter, was ist das hier? Einfach so ein Space Container Ship oder so. Boah, ich sag, sowas in Craft Attack wäre halt wirklich krass. Das wird halt wirklich, wirklich, wirklich cool aussehen, ne? Der ganze Stil davon, der könnte schon heftig Bock machen normalerweise. Hier ist immer noch eine OP-Equipment-Wand. Das ist super. Ey, ich bin gespannt. Wir müssen so ein bisschen hopsen, ne? Und gucken, was hier abgeht. Ey, ihr wart wirklich unglaublich hässliche Sachen. Hugo war auf dem Server! Kleiner Clip für Hugo. Hugo hat seinen Brotpank durchgezogen, das ist wichtig. Er sitzt hier seit 9 Stunden an einem Autobrewer. Stärke, Night Vision, Fire Resistance. Bro, warum ist das so gigantisch riesig und kompliziert? What? Schalker Lift, um die Tränke nach oben zu bringen. Ja, natürlich, klar. Also völlig obvious, hätte ich genauso gemacht. Hier kommt ein Dispenser hin, die wird hier hingepackt. Zack, bumm, die Tränke kommen hier in der Kiste raus. Ja, natürlich. Hä, na klar. Bisschen normale, bisschen Splash. 8 Minuten, 4 Minuten. Ja. Lingering Potions auch, hätte ich auch gemacht. Bro, das habe ich auf TikTok immer gesehen. Gester Block funktioniert eigentlich genau wie Wer bin ich? Man hat ein paar Blöcke zur Auswahl und man muss mit Ja-Nein-Fragen rausfinden, welcher Block auf der anderen Spielerseite ist. Ja, wir müssen jetzt eine Runde Gester Block gegeneinander spielen. Okay, warte, ich ziemlich kurz zur Beratung zurück. Welchen Block nehmen wir, Chat? Redstone? Redstone kann man easy ausschließen direkt. Wir müssen ganz kurz analysieren. Boah, das sind tricky Fragen. Okay, wir nehmen Sea Lantern. Okay, wir nehmen Magma. Okay, ich habe mich entschieden. Mhm. Weggucken. Ich habe Stream komplett aus, ich habe auch noch ein Bildschirm, also von daher passt. Okay, dann darfst du anfangen. Okay, ist dein Block aus der Overworld? Eigentlich ja schon. Ihn gibt's in der Overworld. Okay, da muss anscheinend lang überlegt werden. Ist er, ja. Okay, dann bist du dran. Ist dein Block craftbar? Ja. Okay, warte, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich alle zumachen, die nicht craftbar sind, ne? Ja. Ach, scheiße, das war eine richtige Kackfrage. Okay. Na gut. Findet man deinen Blog nur in der Overworld? Nein! Okay, die Frage war komplett dumm, egal.
Ich hätte die Frage andersrum stellen sollen vorhin. Das wäre viel besser gewesen. Ja, das ist immer so. Das ist voll unfair. Ich spiele so ganz alleine. Der ganze Chat dann noch da? Nee. Chat stellt keine Fragen. Craftet man deinen Block mit neuen Sachen? Nein. Okay. Jetzt habe ich dich. Oh nein. Wenn du direkt raten kannst und du zu 100% sicher bist, kannst du auch raten, ne? Nee, bin ich mir noch nicht. Okay. Gibt es den Block, den du hast, nur in einer einzigen Struktur in der Oberwelt? Nee. Also gibt es quasi in mehreren? Na, du darfst ja nur eine Frage stellen. Das ist ja dann die Schlussfolgerung davon. Mann. Ihn gibt's nicht nur in einer Struktur. Wird dein Block aus 4 Komponenten gecraftet? Nein. Okay, du bist dran. Okay, ich habe noch 3 zur Auswahl. Dein Block ist auch in Nether verfügbar. Ja. Okay. Ja, das ist halt jetzt schwierig, ne? Sollen wir einfach guessen, wir haben eine 50-50-Chance? Oder stellen wir noch eine Frage? Ich möchte auflösen. Ja. Ist dein Block eine Schalker-Chest? Nein. Ah! Okay. Ja, dann bin ich noch falsch. Ja, okay, ich habe eine 50-50-Chance. Hast du einen Magma-Block? Ich habe einen, ja. Auf meinem Feld. Hast du auch 2 auf deinem Feld? Ja, ich habe auch 2 auf meinem Feld. Okay, du hast mich erwischt. Mann. Oh, der Morsi. Ja, das sind 2. Ich hatte die Ideen. Ich hatte Shaika und Morsi zur Auswahl. Oh no. Ach Mann. Als nächstes suchen wir uns 2 Personen für ein 10-Minuten-Bild-Battle zu einem absolut random Thema. Hast du Lust, an einem spontanen 10-Minuten-Bild-Battle gegen eine andere Person teilzunehmen? Ja! Ey, so am Nicken. Geil, wir merken uns Felix. Basti, hast du Lust an einem spontanen 10-Minuten-Bild-Battle gegen... Ja? Jawohl, geil. Okay. Basti, du bist der perfekte Kandidat dafür. Ihr beiden, Basti und Felix, müsst einen realistischen 3D-Igel bauen. 2, 1, go. Alright, let's see. Ja, okay, Basti fängt an. Felix noch nicht so. Er googelt gerade noch, wie ein Igel aussieht. Google noch mal ganz kurz. Wie sah ein Igel eigentlich noch mal aus? So, auf von dem her. Ja, okay. Okay, Basti, das Bein kommt wieder weg. Okay, die Beine sind schon krass. Ey, aber ich sage euch, die Beine sind gar nicht so bad. Der Anfang hier ist gar nicht so bad bei Basti hier drüben. Okay, ihr habt bis 30 Zeit. Ihr habt 7 Minuten Zeit zu bauen. Felix Igel liegt. Basti steht. I mean, die Stupsnase ist schon süß. Ich sag ehrlich, das sieht noch nicht so bad aus. Aber ich bin gespannt, wie sie die Stachel machen werden. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich bin sehr geflasht davon, wie gut Basti das bauen kann, wenn man überlegt, wie sein Haus aussah, das er gebaut hat. Irgendwie hätte ich das nicht erwartet, dass das so ein Ding hier wird. Ey, der sieht übergut aus. Okay, hey, er ist Sonic! Ihr habt noch 4 Minuten Zeit. Ja, besser ist. Also die Augen waren es nicht so ganz. Ja, macht ihr lieber so, ist besser. Ey, sein Igel ist wirklich überfahren. Ich glaube, ich sage, die beiden sind schon basically fertig. 1 Minute noch. Was macht der in dem Igel? Er baut eine Base rein. Wie smart. Ihr habt noch 3, 2, 1. Und die Blöcke weg. Felix, Block weg. Basti, Block weg. Okay. Also, wir haben einen Old Eagle mit sehr serious Augenbrauen, aber er ist actually süß. Und wir haben Rip Eagle 2024. Ein 21.13.2024, Stefan der Eagle. Mann, ey, ihm fehlt legit nur noch einfach so ein Autoreifen daneben. Der Arme. Ah ja, okay. Ich sage, links sieht krass aus. Links hat eine geile, es hat sogar eine Base mit drin. Okay, wir lassen den Chat entscheiden. Wir machen eine Abstimmung. Ihr habt 1 Minute Zeit. Oh, aber es pendelt sich ein. Ich zeige euch nochmal beide. Rechts der überfahrene Igel Stefan. Links der wunderschöne, na okay, das ist ein bisschen Bias. Links der andere Igel von Basti mit Base. 50-50, er trollt. 51-49. 50-50, er trollt. 41-49. 50-50. Links hat eine Stimme mehr. Alter. Damit gewinnt Basti.
Das Igel-Battle, Klapp für Basti. Basti, super gemacht. Weiter so, Basti. Ist das geil, Bro. What? Läuft besser als Sparks Zug in Creates. Der Arme. Warte, ich will jetzt mal gucken, ob es davon... Gibt es da irgendwelche Thumbnails davon? Jetzt reicht es. Wir sprengen den Zug. Das war sogar Create Life 4. In welchem Create war denn dieses Ultra-Desaster? Hier, Create Life 2, das Ende des Zugs. Dann begann die erste Nacht und manche Spieler haben hier bis 3, 4 oder 5 Uhr morgens gespielt. Die Köpfewand hat sich erweitert, der Potion Brewer hat seine Base ausgebaut, Spellinger hat weiter Stein gefarmt. Why are we still here? Just to suffer. Und generell sind in den nächsten Stunden unglaublich viele geile Bauwerke entstanden. Wir haben mittlerweile noch 1,5 Stunden auf der Uhr. Ich bin gespannt, wie viel die Leute geschlafen haben und was sich so getan hat. Scrabble! Warte, was? Oh! Nein! Nein! What? Oh mein Gott, wir brauchen Feister! Ich habe immer mit Feister Scrabble gespielt. Wie geil ist das denn? Und wer ist er? Ach, er ist hier, ne? Ey, legit, darauf habe ich Bock, das ein Craft-Deck zu bauen. Wir gucken mal zum Spawn. Was geht beim Spawn gerade ab? Sehr viele Pixel-Arts. Okay. Okay, okay, okay. Ein riesiges Netherite-Biom. Die Kopfwand nimmt mehr. Eine Kaktusfarm. Oh nein. Was macht Trimac hier? Irgendein ganz riesiger, ganz weirder Turm. Ey, der Spawn sieht wirklich krass aus, ne? Bro, der Spawn ist wirklich... Boah, tschüss, woher? Ist das das Chrysler-Building? Ey, der Spawn ist wirklich einfach... Das ist einfach eine 3D-Version von Reddit r/Place. Dude. Und mittendrin diese wunderschöne Kirche, Kathedrale oder sowas. Und überall diese ekligen, komischen Viecher. Aber die sind Real Talk so geil. Woher kommt das? Ich finde die richtig cool, diese Dinger. Haben die irgendeinen Namen, diese Teile? Legit, ich würde das als Merch rausbringen, wenn das nicht Copyright geschützt ist. Einfach so ein Viech auf einem Shirt würde krass kommen. Meine Base in Mini, die sieht sehr schön aus. Alter, die sieht richtig geil aus. Wir gucken. Was hat Oberüberhausen getan? Oh, okay, okay, okay. Okay, okay. Ja, doch, da hat sich schon... Also, okay, vielleicht bin ich zu hart zu Oberüberhausen, aber... Warte, steht hier gerade wirklich? Nee. Ah, doch, hier! Digga! Sie sind wieder lined up. Mann, ist das krass. Alter, ich liebe die, ne? Das ist so krass. Aber ich sag auch ehrlich, ja, im Survival haben sie mehr geschafft. Ich bin enttäuscht von euch, Oberüberhausen. Ist das ein Tribuschild? Das ist einfach eine Feuerwehr. Digga, das passt so überhaupt nicht hier rein. Es ist alles so mittelalterliche Gebäude. Einfach so eine Burgmauer. Irgendwelche medieval, richtig schönen Gebäude. Plötzlich ist hier so ein Feuerwehrauto mit Drehleiter, das das Feuer löscht. Wer ist denn er? Bro. Ja, die Gebäude sind schon trotzdem wunderschön. Also das muss man ihnen trotzdem lassen, ne? Die letzte Stunde ist angebrochen. Okay, Friends, die letzte Stunde. Jetzt wird nochmal reingehustelt. Wir haben die Kirche und die Bibel des Offline-Chats. Boah, wie schön das formatiert ist. Der Castcraft Offline-Chat auf Twitch ist eine lebendige und einladende Community, die Fans und Zuschauer aus der ganzen Welt zusammenbringt. Mit einer Vielzahl... Das ist sowas von ChatGPT generiert. Könnt ihr mir nicht erzählen. Warte mal, wo bin ich jetzt gelandet? Vorher war gar nichts. Mache ich nie wieder. Bild bei Dresden und Crazy. Boah! Alter, das sieht geil aus. Warte mal, ist die ganze Insel auch selber gebaut? Ja, boah, wie geil, sogar mit dem, also das hier sogar, mit dem Kalzit. Boah, Versuch mit Shader. Boah! Ey, mit Shader ist das nochmal ganz anders, ne? Alter, sieht das schön aus. Ey, crazy, richtig, richtig schönes Building. Ist das heftig. Boah, ich bin jetzt schon wieder an dem Punkt, wisst ihr, ich bin jetzt schon wieder an dem Ding, wo ich mir so denke, was würden Leute in einer Woche bauen? Der sieht das geil aus. Okay, hier ist sehr viel Redstone wieder. Ach, da war, oh mein Gott, warte mal, das war die, das ist diese, das ist eine Türe, die so, oh mein Gott, funktioniert die schon? Boah, wenn die funktioniert, das ist, ich glaube wirklich, das ist die krasseste, so Redstone-Türe, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe noch nie irgendwo sowas gesehen, wie was er hier gebaut hat. Noch nicht ganz. Oh, schade. Du hast noch eine Stunde Zeit. Bro, was wurde hier wieder gekocht? Boah. Oh, sie haben sogar gestreamt. Ich erinnere mich, das waren die gestreamt haben, wo wir am Anfang mal reingeschaut haben. Alter, sieht das geil aus.
Holy. Einmal die ganze Time Rage ganz kurz durch. Boah, guck mal, sogar der Gong hier hinten. Oh, jetzt zeigt mir wieder, wie scheiße ich in Minecraft bin, wenn ich sowas hier sehe, ne? Boah, sogar mit diesen Stelzenhäusern. Alter, ja, also ernst. Ey, wenn man das hier raten würde, das ist halt so wunderschön, ne? Also das hier ist halt krass. 24 Stunden ist heftig. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Und so detailliert. Da sind ja überall so kleine Sachen mit dabei. Jump'n'Run. Oh, wie cool. Alter, sogar das Innenleben von der Insel ist ja ausgebaut. Ist das geil. Alter, wie cool. Von einem Banger zum nächsten. Also das ist nicht so detailliert, aber trotzdem... What do you mean? Boah, ey, so asiatische Gebäude sind so schön, ne? Alter, Light Archer. Boah. Aber was eine Location hier drin auch. Was eine Location. Also besser als das kannst du das ja gar nicht machen. Wir haben Banger after Banger after Banger. Nele und Leon. Ja, das ist halt auch absurd, ne? Oh, guck dir das mal an. Bro, das ist einfach eine Stadt. What do you mean? Ey, gestern war das hier. Da ging es bis hierhin. Mit dem. Dann ist ein Weg dazu gekommen. Nochmal zwei neue Gebäude hier oben. Da oben wird gerade das dritte gekocht. Die Brücke hier rüber. Ganz andere Straßenseite, nochmal drei Gebäude. Alter, 24 Stunden. Und die haben nicht 24 Stunden gespielt. Ich sage, die haben vielleicht 10 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange Leon gespielt hat, aber crazy. Wirklich, wirklich, wirklich crazy. Ey, das ist der Autobrewer, von dem wir alles mitbekommen haben. War der jetzt wirklich 24 Stunden hier auf diesem... Er hat sogar eine ganze Base da rausgebaut. Seine Base besteht... aus einer riesigen Redstone Auto Brewing Maschine. Refill needed. Clock blocked. Block, Clock. Clock blocked. Block, Clock. Seine Base ist einfach eine Maschine. Und es sieht halt legit sogar noch schön aus. Also normal, ich würde sagen, du hast entweder du bist krass im PvP, oder du bist krass im Bauen, oder du bist krass in Redstone. Aber ich sag, das hier zählt sogar schon fast so ganz gut. Hier mit den Homies eine Kräuterpotion genießen. Mann. Wir gehen zur nächsten unglaublichen Redstone-Konstruktion. Ich bin so wahnsinnig gespannt. Das Ding hier blobt mal meint. Aber Command hat gerade geschrieben, dass sein Tor fertig ist. Wir lehnen uns zurück und wir schauen. Boah, ich bin wirklich... Also, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann ist das wirklich, glaube ich, eine der... Also, das mit Abstand das Krasseste, was ich jemals so für ein Tor irgendwo gesehen habe. Okay, ich sag, das hier noch nicht so krass. Aber jetzt pass auf. Das hätte ich auch noch hinbekommen bis jetzt. Das hätte ich noch geschafft. Aber jetzt guck dir das an. Was? Na, ist das geil. What do you mean? Ey, ist das heftig. Ist das heftig. Wie geht das? Guck mal. What the f***. Also das ist ja mal so geil. Das ist ja mal so, so, so geil. Bro. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe kurz überlegt, ob wir das vielleicht im Craft-Trick bauen könnten. Aber ich glaube, wir lassen das lieber sein. Ich baue, wo ist meine Craft Attack Base? Ah, er hat sie wirklich alle gebaut. Okay, jetzt warte mal ganz kurz. Warte mal, warte mal, warte mal. Casino, okay. Das Casino aus Craft Attack 10. Ich checke. Mini Jump'n'Run. Oh, sogar auch das Block Game. Wie cool. Blackjack, Maschine außer Betrieb. Okay, Craft Attack 10. Das ist respektlos, wie das hier aussieht. Mann, Craft Attack 10, Alter. Den Kran hier, boah, die Base fand ich unglaublich cool. Die fand ich richtig geil. Craft Attack 7 fand ich wahnsinnig geil. Damals die Base, die sah super schön aus. Oh, sogar das hier auch. Da hatten wir diesen Stil hier die ganze Zeit überall. Mit diesem Kran. Dann Craft Attack 8, der Hydro-Loop. Ja, checke. Er hat wirklich nur einen Hydro-Loop gebaut. Das ist krass. Craft Attack war wirklich nur ein Hydro-Loop in Craft Attack 8. Dann hatten wir Craft Attack 9, war das hier, ne? Craft Attack 9, die Cyberpunk-Base. Dann Craft Attack 10. Nee, Craft Attack 10. Doch, Craft Attack 10 war das. Alter, dass das Craft Attack 10 war, das kommt mir so nah vor. Die Base hier. Und das war Craft Attack 11. Krass. Friends, die letzten 10... Boah, Alter. Okay, sorry. Boah, was ein Brett. Das sieht auch unglaublich geil aus. Einfach so ein Spaceport. Wie ein Hafen, aber für irgendein Luftraumschiff. Boah, wahnsinnig geil gemacht. Die ganzen Container, die hier rumstehen, auch das ganze Schiff und so. Puh. So, das CC hier drin. Wahnsinnig cool gebaut.
Also das ist auch heftig, ey. 24 Stunden dafür ist wild. Okay, okay, sorry. Ey, ich wusste nicht. Ich wusste... Ja, soviel zu der Frage, was passiert, wenn man 100 Leuten 24 Stunden Creative gibt auf dem Server? Es passiert sowas. Bro. Alter, ich habe noch nie einen Twitch-Up gesehen, der über meinen ganzen Screen geht. Alter. Einmal kleine Versammlung hier ganz kurz. Ihr müsst jetzt bauen. Ihr habt jetzt noch ein finales Bild-Battle. Ihr baut jetzt innerhalb von 5 Minuten den besten Let's Hugo, den ihr euch vorstellen könnt. Ich werde den perfekten Hugo bauen. Was brauchen wir? Wir bauen Terrakotta. Arme werden zu süß. Oh, der ist krass. Oh mein Gott, der ist krass. Der ist perfekt. So, fertig. Hier ist er. Warte, wer baut einen Kackhaufen? Okay, er sieht auch krass aus. Er sieht auch krass aus. Er sieht auch krass. Warte mal, das ist meiner. Er wird zu Heisenberg. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wer ist er? Vivi? Oh mein Gott, Vivi eigentlich auch dazu bauen ist krass. Ich glaube, meine Erwartungen wurden übertroffen für 24 Stunden im Creative Mode von den Leuten, was wir hier gesehen haben. Was schöne Buildings angeht, was respektlose Buildings angeht, was komische Sachen angeht, was illegale Sachen angeht. Ich bin sehr, sehr, sehr happy. Dankeschön fürs Zusehen. Und vielleicht machen wir sowas irgendwann nochmal eine Woche lang. Oh, 24 Stunden und das Loch wurde auch fertig. Oh, 7. Das ist insane. Okay, warte, wie viele Dias haben wir hier? 314 plus ein paar normale. 314 Dia-Erze in einem 5x5 großen Chunk. Boah.